Aufnahmen von Uranexplosionen in der Ukraine lassen einen zittern. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Willkommen bei Politik und Wirtschaft Extra Talk. Großbritannien liefert zusammen mit 28 Challenger 2 Kampfpanzern Urangeschosse an die Ukraine. Diese Munition wird aus abgereichertem Uran hergestellt, das als Abfallprodukt bei der Produktion von Brennstäben in Leichtwasserkraftwerken übrig bleibt. Abgereichertes Uran besteht zu 99,8% aus dem schwach radioaktiven Isotop U-238, das thermisch nicht spaltbar ist. Im Gegensatz dazu wird für Nuklearwaffen das seltene Isotop U-235 in hoch angereicherter Form benötigt. Es gibt Bedenken bezüglich der Auswirkungen von Urangeschossen, wie sie beispielsweise im Irak eingesetzt wurden. Dort wurden bei Kindern, die Strahlung ausgesetzt waren, teilweise Missbildungen festgestellt. Geschosse mit abgereichertem Uran werden mit Krebs und Geburtsschäden in Verbindung gebracht. Im Irak wurden sie in großem Umfang von den alliierten Streitkräften eingesetzt. Da diese Geschosse radioaktiv sind, gehen Wissenschaftler davon aus, dass ihre toxischen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit auch lange nach Beendigung der Konflikte spürbar sein können. Abgereichertes Uran wird aufgrund seiner physikalischen Eigenschaften seit Jahrzehnten in der Munition verwendet, auch von Russland selbst. Es ist 2,5-mal dichter als Stahl und schärft sich beim Aufprall sogar weiter. Dadurch können Urangeschosse gepanzerte Ziele nur durch kinetische Energie durchdringen, ohne zusätzliche Sprengladungen. Bei diesem Prozess schmilzt das Metall und setzt eine Wolke winziger Partikel frei, die mit dem Luftsauerstoff reagieren und sich entzünden können. Allein dieses Feuer kann für die Besatzung eines Panzers in der Regel tödlich sein. Russland hat bereits gewarnt, dass der Einsatz von abgereichertem Uran in der Ukraine als schmutzige Bombe betrachtet werden könnte. Ein Kreml-Beamter namens Konstantin Gavrilo erklärte im Januar, wenn Kiew mit solchen Geschossen für schweres militärisches Gerät der NATO beliefert wird, werden wir dies als Einsatz von schmutzigen Atombomben gegen Russland betrachten, mit allen sich daraus ergebenden Konsequenzen. Auf die Frage eines Reporters im Januar weigerte sich ein Sprecher des Weißen Hauses, zu bestätigen, ob die USA solche Geschosse an die Ukraine liefern. Trotz der Warnungen liefert Großbritannien und der Westen weiterhin solche Munition. Vor kurzem hat Russland als Sanktion ein ukrainisches Munitionslager angegriffen, in dem Uran gelagert war. Bei dem russischen Angriff auf ein militärisches Ziel in Chmelnyskyi traf man auf einen großen Vorrat an Munition mit abgereichertem Uran, die offiziell von Großbritannien und inoffiziell von anderen westlichen Akteuren an die Ukraine geliefert wurde. In Ternopil geschah dasselbe. Die Anlage war voller Raketen mit Sprengköpfen mit unter anderem aus abgereichertem Uran, die aus dem Westen in die Ukraine geschickt wurden. Die beiden Städte sind etwa 190 Kilometer voneinander entfernt. Das Ausmaß der Explosion ist enorm. Zudem wurden erhöhte Strahlungswerte gemessen. Der Wind wehte dann zu uns in den Westen. Die Strahlung ist aber ein Vielfaches schwächer als bei angereichertem Uran. Der Brand, verursacht durch den russischen Raketenangriff auf Ternopil, Westukraine, wurde bereits mit Roboterfeuerlöscheinheiten gelöscht. Falls Sie uns unterstützen möchten, können Sie das mit dem Kauf eines dieser T-Shirts tun. Vielen Dank! Was denken Sie über die momentane Situation? Teilen Sie uns gerne Ihre Meinung mit. Wir würden uns freuen, wenn Sie das Video liken und teilen. Vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal, Ihr Extra-Talk-Team.